Herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten und mir, die wir heute zum Jahresende gemeinsam machen. Und ich möchte zu Beginn dem französischen Präsidenten und dem ganzen französischen Volk mein Beileid zu dem schweren Schulbusunglück in der Nähe von Perpignan ausdrücken. Ich war sehr traurig, von den 6 toten Kindern und den zahlreichen Verletzten zu erfahren, und möchte meine Anteilnahme vor allen Dingen auch den betroffenen Verletzten und den Familien aussprechen und den Verletzten auch baldige Genesung wünschen. Meine Damen und Herren, wir hatten den letzten Europäischen Rat dieses Jahres, und ich darf sagen, dass die Europäische Union in diesem Jahr doch ein ganzes Stück vorangekommen ist. Aufbauend auf Bratislava und dann auch den Feierlichkeiten zum Jahrestag der römischen Verträge haben wir uns vorgenommen, die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union zu verbessern, sowohl was unser Auftreten nach außen anbelangt, als auch das, was unsere innere Handlungsfähigkeit anbelangt. Und ich möchte Emmanuel Macron danken, dass vom ersten Tag an nach seiner Wahl unsere Zusammenarbeit sehr intensiv, sehr freundschaftlich und kameradschaftlich ist. Und es ist ja auch so, dass Deutschland und Frankreich oft dafür entscheidend sind, dass Lösungen in Europa gefunden werden. Nicht, weil wir andere mit einvernehmen wollen, aber weil man sagen kann, wenn Deutschland und Frankreich keine gemeinsame Haltung haben, dann kommt auch Europa nicht voran. In diesem Geist haben wir jetzt auch viele Dinge zu diesem Rat vorbereitet, und wir hatten hier ein Beispiel gestern mit der Zeremonie des Beginns der strukturierten Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungspolitik. Ein Riesenschritt, sehr aktiv durch Deutschland und Frankreich auch vorbereitet, und dass wir in so schneller Zeit hier eine historische Lücke überwinden konnten, ist, glaube ich, auch für die Akzeptanz auf der Welt unserer Fähigkeiten und unseres Willens, uns außenpolitisch zu engagieren, sehr wichtig. Wir haben es geschafft, und das hat uns der Generalsekretär der NATO gestern noch einmal bestätigt, der bei uns war, dass dies kein Gegenentwurf zur NATO ist, sondern eine Komplettierung der NATO, aber eben eine wichtige Möglichkeit für die Europäische Union auch inklusiv zu handeln, das heißt im Rahmen der Verteidigung, im Rahmen der politischen Lösungen, im Rahmen der Entwicklungshilfe. Und das praktizieren wir ja auch beim zweiten Thema, das gestern eine große Rolle gespielt hat, nämlich dem Thema der Migration. Hier gab es ein hohes Maß an Einigkeit zwischen allen Mitgliedstaaten, die um den Tisch saßen, was unser Engagement beim Kampf gegen die illegale Migration anbelangt, was unsere Aufgaben anbelangt bei der Bekämpfung von Fluchtursachen. Wir hatten in dieser Woche gerade im Blick auf die Partnerschaft mit den G5 Sahelstaaten ja ein Treffen in Paris. Wir sind uns nicht in dem Maße einig, wie wir das bei der externen Dimension der Migration sind, was die innere Solidarität anbelangt. Hier muss weitergearbeitet werden, denn es kann nicht sein, dass es in einigen Bereichen in Europa eine Solidarität gibt und in anderen Bereichen ist die Solidarität ausgeschlossen. Das geht für mich nicht zusammen. Wir haben dann heute sehr ausführlich uns befasst mit der Frage der Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion. Der Präsident der Europäischen Zentralbank hat noch einmal darauf hingewiesen, dass sich die Wirtschafts- und Währungsunion und die europäischen Mitgliedstaaten im Augenblick in einer sehr, sehr günstigen Situation befinden. Nach Jahren der Krise haben wir wieder Wachstum, die Beschäftigung wächst, und er hat darauf hingewiesen, dass jetzt genau die Zeit auch der Strukturreformen ist, aber auch der Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion. Hier liegen verschiedene Vorschläge auf dem Tisch. Und ich habe gestern mit dem französischen Präsidenten darüber gesprochen, dass wir bis März unsere Haltungen hier auch zusammenbringen werden. Und das ist von großer Bedeutung dann auch für die Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion. Es gibt Einigkeit, dass wir die Bankenunion anstreben. Hier werden die Finanzminister die entsprechende Schrittfolge festlegen. Es gibt Einigkeit darüber, und Mario Draghi hat uns hier noch einmal aufgefordert, dass wir Strukturreformen durchführen sollen. Das passiert in unseren Ländern, und ich möchte auch gerade Emmanuel Macron zu seinen Schritten zu Hause begrüßen. Aber
Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, wenn wir zu einer wirklichen Wirtschafts- und Währungsunion kämen. Das heißt, die Fragen von Wettbewerbsfähigkeit, die Fragen der Reformen, die Fragen der Forschung und der Digitalisierung noch enger verzahnt werden, auch mit den Währungsfragen, um wirklich hier auch wirtschaftliche Kohärenz unter den Mitgliedstaaten zu erreichen. Und wir werden natürlich auch darüber sprechen müssen, wie können wir uns sozusagen die gesamte institutionelle Struktur in der Zukunft vorstellen, damit wir eine gute Arbeitsfähigkeit der Wirtschafts- und Währungsunion haben werden. Ganz zum Schluss stand die Frage des Austritts Großbritanniens auf der Tagesordnung. Hier ist es so, dass wir einen guten Schritt vorangekommen sind. Die Phase 2 kann beginnen, aber damit beginnt ein noch härteres Stück Arbeit. Das ist in der Diskussion heute auch klar geworden, als wir es bisher hatten. Und die gute Nachricht ist wirklich, dass alle 27 Mitgliedstaaten bislang wunderbar gearbeitet haben und zusammengehalten haben. Und ich bin guter Hoffnung und sehr optimistisch, dass uns das auch im weiteren Prozess gelingen wird. Ich möchte der estnischen Präsidentschaft und dem Ministerpräsidenten Jüri Ratas ganz herzlich danken für ein halbes Jahr sehr engagierter Arbeit, gerade auch großer Fortschritte im Bereich der Digitalisierung. Ich möchte Michel Barnier danken, der diese Verhandlungen mit Großbritannien führt, zusammen mit Jean-Claude Juncker und hier wirklich riesige Fortschritte erzielt hat. Und damit möchte ich schließen. Merci beaucoup, Madame la Chancelière. Ganz herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela. Ich danke Ihnen für Ihre Worte eingangs zu dieser Pressekonferenz. Ich bin sehr sensibel und möchte natürlich auch gerne hier die große Trauer und Betroffenheit der französischen Nation zum Ausdruck bringen im Zusammenhang mit dem furchtbaren Unglück von gestern. Ich versichere alle Betroffenen, insbesondere die Familien der Todesopfer, unserer großen Solidarität. Der Staat wird alles tun, um ihnen zu helfen. Ich danke Ihnen dafür, nicht nur die Regierung, die sich nach dem Unfall sofort mobilisiert hat, sondern auch alle Behörden und staatlichen Dienste, die sich sofort um die Rettung der Kinder bemüht hat. Herzlichen Dank für Ihre Beileidsbekundungen. Wir haben einen wichtigen Europäischen Rat hinter uns und die Frau Bundeskanzlerin hat ja die großen Linien der Gespräche noch einmal nachgezeichnet. Für mich war das nicht nur ein Brexit-Rat, sondern ich teile voll und ganz das, was gesagt wurde zu den Entscheidungen hinsichtlich des Brexit und worauf es darauf ankommt. Für uns war auch wichtig die Einigkeit der 27 und der Respekt, die Anerkennung, die Achtung unserer Gemeinschaftsregeln. Und das möchte ich hier nochmal ganz klar sagen. Ich darf auch der Frau Bundeskanzlerin sagen, dass ich mich ihren Dankesworten an Jüri Ratas und Michel Barnier anschließe. Dieser letzte Europäische Rat in diesem Jahr hat eine große Herausforderung. Dies ist der 5. große europäische Gipfel, an dem ich teilnehme. Und er ist ein Indiz dafür, wie wichtig diese Sitzungen auch für die Europäische Union sind. Es gibt zwar keine Krisen, die geregelt werden müssen, sondern wir müssen hier weiter zusammenarbeiten an der Vertiefung der EU. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Und ich darf der Frau Bundeskanzlerin auch für die wunderbare Zusammenarbeit danken. Wir können nicht alleine zusammen, wir beide, Deutschland und Frankreich, die Probleme alle lösen. Aber wir können, wenn wir uns einig sind, ist das viel einfacher. Ganz präzise hat sich heute gezeigt, dass die Gespräche sehr intensiv waren und das zeigt, dass nichts wirklich jemals vollständig erreicht ist, aber dass dort offensichtlich der starke Gewille der Gemeinschaft besteht, Fortschritte zu machen. Und diese Bereitschaft kann man ablesen an den Verteidigungsbemühungen der Europäischen Union, die Sie ja erwähnt haben. Wir haben einen sehr, sehr ehrgeizigen Fahrplan aufgelegt mit 17 Projekten, die bereits auch schon angestoßen wurden. Und wir haben in dieser Woche, wir beide hatten ja gesagt, wir brauchen einen gemeinsamen europäischen Verteidigungsfonds, der ab 2019 gemeinsame Projekte auch dann finanzieren soll. Die Kommission hat einen Vorschlag gemacht, den wir gemeinsam unterstützt haben. Und das wird jetzt Wirklichkeit. Wir können also weiter auf der strategischen Ebene fortschreiten und
und gemeinsam Fortschritte machen, um eine gemeinsame Strategiekultur zu entwickeln. Wir haben darüber hinaus gestern auch einen wichtigen Fortschritt erreicht im Bereich der Bildung und Erziehung mit klaren Engagements und Verpflichtungen, zum Beispiel die Stärkung des Erasmus-Programms und des entsprechenden Budgets. Wir haben gesagt, wir werden ungefähr 20 Universitäten Seminare veranstalten bis 2024. Und wir haben viele, viele Vorschläge auch einbringen können, die wir gemeinsam vorbereitet haben, in enger Abstimmung mit der Frau Bundeskanzlerin, im Hinblick auch auf meine große Sorbonne-Rede. Diese Vorschläge sind auch dann von Ihnen aufgenommen worden. Darüber freue ich mich sehr. Auch im kulturellen Bereich machen wir Fortschritte. Nicht nur, was jetzt das gemeinsame kulturelle Erbe anbelangt, sondern auch die Urheberrechte und Autorenrechte, die wir stärken wollen, und die Digitalisierung. Dann haben wir noch einmal daran erinnert, dass wir auch soziale Engagements haben nach dem Göteborg-Gipfel. Wir haben gesagt, wir haben bis 2018 auch entsprechende Beschlüsse zu fassen. Wir haben gesagt, wir brauchen soziale Konvergenzbestrebungen, und der Gipfel hat das hier auch ganz klar ausgesprochen. Nach der großen Klimakonferenz COP23 und dem One Planet-Gipfel in der vergangenen Woche hat sich auch unsere Zusammenarbeit auf dem Feld des Kampfes gegen den Klimawandel sehr bewährt. Wir arbeiten sehr stark auf internationaler Ebene auch zusammen, und ich glaube, dass wir außerordentlich zufrieden sein können mit dem, was wir gemacht haben, was aber noch weiter konsolidiert werden muss. Die EU hat in der Migrationspolitik nach außen hin sehr gut gearbeitet. Im Innenverhältnis fehlt uns noch die Solidarität, die nötige. Da sind wir uns auch einig. Wir haben eine Perspektive für das nächste Jahr 2018, wo wir den nächsten Gipfel vorbereiten werden. Und sowohl die internen als auch die externen Aspekte dieser Politik werden lösen müssen. Wir haben mehrere Texte schon vorbereitet. Was die Eurozone anbelangt, da haben wir mittel- und kurzfristige Ziele festgelegt. Wichtig ist es jetzt, dass in dem augenblicklichen Kontext, dass wir dann auch Etappen festlegen, zu denen wir uns jeweils immer wieder zusammentreffen werden. Die Finanzminister werden die technischen, die fachlichen Fragen besprechen im Rahmen dessen, was wir hier beschlossen haben. Aber wir werden uns in den kommenden Monaten auch in der Eurozone mit den Ländern der Eurozone erneut zusammensetzen, um eine erste Debatte, eine strategisch-politische Debatte auch führen zu können. Wir haben eine solche Strategiedebatte schon lange nicht mehr gehabt, und wir blicken jetzt auf den Monat Juni 2018, um einen entsprechenden Fahrplan festzulegen, mit der Bereitschaft, die wir beide haben, dass wir eine gemeinsame Position bis März 2018 auch entwickeln. Sie sehen also, uns gehen die Themen nicht aus, und ich glaube, dass dieser Rat tatsächlich auch die Gelegenheit war, sich über viele, viele Punkte zu unterhalten. Wir hatten einen intensiven Austausch auch zu dem Thema Russland-Ukraine, und wir haben gestern im Übrigen da ja auch eine ganz klare Entscheidung getroffen zu Jerusalem. Ich möchte hier noch einmal die Methode auch verteidigen, die wir anwenden. Wir erörtern die Themen in Tiefe. Dann sorgen wir für eine Konvergenz, eine Übereinstimmung unserer Positionen und erreichen dann konkrete Resultate. Am 15. Mai 2017 haben wir uns in Berlin getroffen, anlässlich meines ersten Besuchs bei Ihnen. Und wir haben eine erste gemeinsame Pressekonferenz abgehalten. Das ist noch gar nicht so lange her. Und wir haben die vier großen europäischen Themen angesprochen. Verteidigungspolitik, da liegen die Ergebnisse vor. Dann die Migration, da haben wir auch schon erste Fortschritte erzielt, insbesondere in der Sahelzone und in Libyen. Und wir wollen jetzt weiterhin auch im Innenverhältnis für mehr Solidarität sorgen. Dann die Arbeit und eine Vereinbarung, die viele für unmöglich gehalten hatten, die jetzt im Europäischen Parlament gesprochen wird. Dann haben wir gesagt, die Handelspolitik müssen wir reformieren. Wir brauchen eine Kontrolle der strategischen Investitionen, Entschuldigung, in den Euro-Ländern durch ausländische Handelspartner. Und wir haben gesagt, wir arbeiten gemeinsam an einer Anti-Dumping
Politik, die wir mit einem Beschluss vor wenigen Tagen noch festgezurrt haben, und wir arbeiten an einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik. Ganz konkrete Fortschritte sind der Bevölkerungsschutz, dann die Innovationsinitiative, die gemeinsame, die Europäische Akademie der Geheimdiensterkenntnisse. Das sind alles Projekte, die werden jetzt in dem ersten Quartal oder in der ersten Hälfte 2018 zum Tragen kommen. Und wir sehen dadurch, dass wir das nächste Jahr mit der gleichen Entschlossenheit und der gleichen Bereitschaft auch angehen können, um an den Umweltthemen beispielsweise insbesondere zu arbeiten, und zwar in Übereinstimmung. All das ist ein voller Kalender, sehr ehrgeizig auch. Und ich darf noch einmal sagen, die Methode, die ich vorschlage für die Bürgerbefragung, wir haben auch da ein Lastenheft für die Mitgliedsländer entworfen, das Donald Tusk umsetzen muss. Donald Tusk wird die Kommentare dann aus den Mitgliedsländern, aus den Mitgliederbefragungen, aus den Bürgerbefragungen aufnehmen, und wir werden dann bei dieser gemeinsamen neuen Demarche dann auch diesen neuen Vorgehen bis zum Sommer zu Ergebnissen kommen. Ich darf auch Donald Tusk ganz herzlich danken, auch Jean-Claude Juncker, den estnischen Präsidenten Jüri Ratas, der mit sehr viel Talent und sehr großem Engagement die EU-Ratspräsidentschaft geführt hat. Und ich wünsche jetzt unserem bulgarischen Premierminister Bojko Borisov auch viel Glück bei der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaften ab dem 1. Januar 2018. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Beatrice Adjage de RTL. Von RTL. Wir stellen fest, dass Sie den Willen haben, auch hier gemeinsam aufzutreten. Sie stehen hier auf der Tribüne gemeinsam nebeneinander. Wir sehen aber auch, dass es tatsächlich Divergenzen gibt, die immer noch fortbestehen zwischen Ihren Positionen, zum Beispiel zur Zukunft der Eurozone. Zum ersten Mal ist es ja Frankreich, das auf eine deutsche Antwort wartet, aber meinen Sie denn, Sie können diese Meinungsunterschiede bis zum Juni 2018 überwinden? Und ich habe noch eine zweite Frage zum Brexit. Alle sind jetzt offensichtlich der Meinung, dass die schwierigste Phase jetzt erst beginnt mit Phase 2. Die EU wird weiter geschlossen bleiben. Die Frage ist jetzt, wenn wir in die einzelnen Gespräche eintreten, ist es nicht so, dass Großbritannien dann noch viel in einer viel unsicheren Position ist angesichts der Position der EU? Ja, vielleicht darf ich diese beiden Fragen als erster beantworten. Zum ersten Punkt. Zuerst einmal muss ein jeder die internen Fristen auch respektieren. Wir hatten ja erst den Wahlkampf in Frankreich, da konnten wir bestimmte Entscheidungen nicht treffen. Zurzeit gibt es in Deutschland die Neubildung einer neuen Bundesregierung, und auch da ist nicht alles möglich. Ich sehe aber, dass die Frau Bundeskanzlerin in der vergangenen Woche eine Arbeit gemacht hat, die nicht nur wichtig ist für Deutschland, sondern für die ganze Eurozone. Wir brauchen ein starkes Deutschland, ein stabiles Deutschland, damit wir überhaupt vorankommen. Ich respektiere also auch diese Zeit und wünsche der Bundeskanzlerin, dass sie ihre Verhandlungen mit der SPD jetzt auch zu einem Erfolg bringen kann. Da wünsche ich ihr viel Erfolg. Ich würde mir das sehr, sehr wünschen, dass sie dort zu einer guten Vereinbarung kommen. Aber zurzeit liegt es ja auf der Hand, dass wir deshalb in vielen Punkten noch gar keine endgültigen Schlussfolgerungen machen können. Die Frau Bundeskanzlerin bemüht sich gerade um einen Koalitionsvertrag. Deshalb müssen wir immer gucken, wer gerade was machen kann aufgrund der eigenen politischen Agenden. Und dann müssen wir die politische Realität unserer jeweiligen Länder natürlich auch akzeptieren. Wir haben gesagt, wir wollen uns bis März 2018 einigen. Das hat die Frau Bundeskanzlerin eben gesagt. Die Zeit brauchen wir. Auch in Deutschland brauchen sie die Zeit. Und bis dahin können wir dann eine viel klarere Position, eine gemeinsame, entwickeln. Ich glaube schon, dass wir zu Übereinstimmung kommen können und gemeinsame Lösungen entwickeln können. Nicht nur bin ich davon überzeugt, sondern ich will das auch. Ich bin ja nicht hier ein Kommentator der Eurozone, sondern ich bin ein Akteur in der Eurozone. Ich werde mich hüten, Vorschläge zu machen, die keinerlei Chance auf Realisierung haben. Ich möchte also, dass wir gemeinsam die Punkte finden, ermitteln, wo wir einer Meinung sind. Und da beginnt die Arbeit, die jetzt
jetzt außerordentlich wichtig ist, strategisch, politisch sehr wichtig ist und mit der wir dann die Punkte herausfinden können, wo wir einer Meinung sind. Man kann sich über vieles einigen. Man muss natürlich alles aus dem rechten Winkel betrachten. Wir tendieren in Europa viel zu oft dazu, fachliche Fragen zu politisieren und den Fachleuten die Lösung von politischen Fragen zu übertragen. Also das ist nicht der richtige Ansatz. Wir müssen uns erst einmal politisch einigen, was wir überhaupt wollen. Das ist die Debatte, die wir bis März führen. Und von diesen politischen Willensbildungen leiten sich dann die fachlichen Fragen ab. Und ich bin mir sicher, dass wir uns einigen werden. Das ist eine Frage der Methode, wie man eben Konvergenz herstellt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in dem ersten Quartal bis Ende März 2018 zu vielen Themen durchaus Konvergenz, also eine Übereinstimmung herstellen können. Und dann können wir politische Perspektiven in die EU einbringen. Viele unserer Die Tatsache, dass wir heute da sind, wo wir sind, liegt eben daran, dass viele unserer Vorgänger sehr, sehr weitsichtig waren. Zum Brexit. Gut, wir haben eine Etappe hinter uns und wir haben noch einmal unseren Willen bekräftigt, dass wir mit der gleichen Methode weiterarbeiten wollen. Es gibt keine separaten Agenden bilateraler Gespräche einzelner Nationen mit dem Vereinigten Königreich. Wir sagen, wir müssen jetzt Branche für Branche durchgehen, Sektor für Sektor durchgehen und wir müssen dann so schnell wie möglich ein klares Mandat für die Verhandlungen in der zweiten Phase an Michel Barnier geben, damit er dann die Verständigung herstellen kann mit den Briten über die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien. Die Frage zur Wirtschafts- und Währungsunion. Der französische Präsident hat eben dargestellt, wir haben die Etappe der Regierungsbildung, das ist das eine, aber die Frage, werden wir eine Konvergenz finden, da kann ich nur sagen, ich will es. Und wenn ein Wille da ist, ist auch ein Weg da, so sagt man in Deutschland. Und wir werden eine gemeinsame Lösung finden, weil es auch notwendig für Europa ist. Und wenn Sie sich in die Anfangsphase der Wirtschafts- und Währungsunion und der Schaffung des Euro einmal zurückversetzen, dann gab es selten einen gemeinsamen Ausgangspunkt, wie man ein bestimmtes Problem, ein bestimmtes Ziel erreicht. Und daraus ist immer etwas Gutes Gemeinsames entstanden. Die Struktur der Europäischen Zentralbank, das Aussehen des Stabilitäts- und Wachstumspakts, das war immer ein Ringen von Deutschland und Frankreich mit ziemlich unterschiedlichen Vorstellungen am Beginn und einer Gemeinsamkeit am Ende. Und so wird es hier sicherlich auch wieder sein. Aber der Wille ist da und das ist das Entscheidende. Und ich will ausdrücklich unterstreichen, es geht jetzt nicht darum, jedes technische Detail für die nächsten 10 Jahre schon auszufeilen, sondern es geht eigentlich um die Struktur. Da haben wir verschiedene Modelle. Emmanuel Macron hat an der Sorbonne eine Rede gehalten. Jean-Claude Juncker hat jetzt Vorschläge gemacht. Deutschland hat auch seine Vorstellungen. Und ich glaube, daraus wird etwas sehr Gutes Neues. Wir werden im März schon eine Etappe weiter sein und dann bis zum Juni wirklich auch Ergebnisse präsentieren können. Zweitens zum Austritt Großbritanniens. Die schwierigere Phase, das habe ich ja eben schon angedeutet, die liegt jetzt natürlich noch vor uns. Und jetzt wird wieder viel Arbeit notwendig sein, auch bis zum März nebenbei gesagt, dass wir die Guidelines, die Richtlinien ausarbeiten, auf deren Grundlage dann Michel Barnier ein Austrittsdokument, zuerst ein politisches Dokument verfassen kann, das dann in ein Abkommen rechtstechnisch umgesetzt werden muss. Das ist sehr, sehr ambitioniert. Und ich habe trotzdem den Eindruck, dass wir wissen, nur gemeinsam als 27 werden wir aus diesen Verhandlungen stark herauskommen und eine gute Beziehung zu Großbritannien aufbauen. Wenn wir anfangen, jeder mit seinen Sektorinteressen sich da aufsplittern zu lassen, dann wird das für niemanden gut enden und dieser Wille eint uns. Stefanie Bolzen, die Welt, die Dame dort. Frau Bundeskanzlerin, Herr Präsident, eine Frage an Sie oder zwei Fragen an Sie beide. In Hinsicht auf den Brexit und in Hinsicht auf die schwierige Frage der Grenze in Nordirland, wäre Ihrer Meinung nach die beste Lösung, wenn Großbritannien im Binnenmarkt und in der Zollunion bliebe? Und eine kurze Nachfrage noch, welche Nationalität sollte Ihrer Meinung nach der nächste Chef von Airbus haben? Was die Grenze zu Irland anbelangt, da
ist ja klar, dass die Iren sich wünschen, sowohl die Republik Irland als auch Nordirland, dass die Dinge möglichst weit oder auf der Grundlage des Good Friday Agreements natürlich geregelt werden. Und das ist ja auch jetzt Grundlage der Einigung. Das wird im technischen Detail natürlich nachher auch zusammenhängen mit den zukünftigen Beziehungen. Wir haben nicht zu wünschen, was Großbritannien möchte, sondern Großbritannien muss sagen, was es kann und will. Und das im Einverständnis mit Irland natürlich. Deshalb stellt sich die Frage nicht. Ich habe nicht am Referendum teilgenommen und ich hätte auch nicht für das Verlassen Großbritanniens aus der Europäischen Union gestimmt. Also wir müssen das realisieren, was britischer Wunsch ist, und zwar so, dass es möglichst unserem Interesse entspricht und möglichst gute Beziehungen zu unserem Partner Großbritannien in der Zukunft sichert. Und Großbritannien entscheidet und hat uns mitgeteilt, sie wollen eben nicht im Binnenmarkt bleiben, weil sie die komplette Freizügigkeit der Personen nicht unterschreiben können. Und wir sagen, man kann nicht mit drei Freiheiten im Binnenmarkt bleiben, sondern man kann nur mit allen Freiheiten im Binnenmarkt bleiben. Und daraus muss jetzt die Lösung gezogen werden. Und ich denke, dass dann Airbus natürlich seine Zukunftsentscheidungen fällen wird. Da gibt es auch historische Regeln. Auf jeden Fall wird jedes Land an einer wichtigen Position vertreten sein. So viel kann ich heute schon voraussagen. Ich teile das, was Angela gesagt hat, voll und ganz zum Thema Nordirland und Republik Irland und dem Respekt vor dem Willen des britischen Volkes und unseren eigenen Regeln. Die Entscheidungen werden getroffen werden, dass wir zwei Ziele miteinander vereinbaren können. Einerseits die Solidarität, die wir Irland schulden und die auch in der ersten Phase geschützt wurde, bewahrt wurde. Das hat die Frau Bundeskanzlerin gerade gesagt. Und zum anderen die Unverletzlichkeit des Binnenmarktes. Das sind die beiden Prinzipien, auf die wir achten müssen. Und da müssen wir den richtigen Weg finden. Zu Airbus, da gibt es Good Governance-Entscheidungen des Aufsichtsrats von Airbus selbst. Wir sind natürlich wachsam, weil wir Aktionäre sind, Kunde sind und den Export unterstützen und fördern. Deshalb achten wir sehr genau auf das, was sich dort entwickeln wird. Wir brauchen bei Airbus die allerbesten Standards einer guten Unternehmensführung. Und wie Frau Bundeskanzlerin eben gesagt hat, gibt es historische Regeln der Ausgewogenheit, die wir auch befolgen werden. Auf jeden Fall werden wir auch die Wettbewerbsfähigkeit von Airbus weiter stärken. Hélène für Bloomberg. Eine erste Frage zu Polen. Es sieht so aus, als würde jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen nach Artikel 7 EU-Vertrag gegen Polen eröffnet in der kommenden Woche. Unterstützen Sie das? Und Frau Bundeskanzlerin, was halten Sie davon, dass es in den deutschen Unternehmen einen starken Widerstand gibt? Ich möchte auch gerne nochmal zu Airbus zurückkommen. Das ist ja ein europäisches Unternehmen, wo die Staaten selbst Anteilseigner sind. Das haben Sie eben selbst gesagt. Wünschen Sie sich, dass jetzt die Staaten wieder im Aufsichtsrat vertreten sind und einen direkten Zugriff auf das Unternehmen haben, das ja in der Vergangenheit durchaus Probleme mit der guten Unternehmensführung hatte und mit Korruption. Im Moment sieht es so aus, dass Airbus hier mehr eine bessere Regierungsführung braucht. Zum ersten Thema. Ich sage noch einmal, ich unterstütze die Initiativen der Europäischen Kommission, die dafür sorgen muss, als Hüterin der Verträge, dass die Rechtsstaatlichkeit weiter aufrechterhalten wird. Da gibt es keine Ausnahme. Zu der Diskussion zwischen Polen und der EU-Kommission bin ich nicht in letztem Detail vertraut, aber wir müssen dafür sorgen, dass diese Gespräche zu einem positiven Ende geführt werden. Und wenn es dann hinterher so aussieht, als müsste die EU-Kommission dieses Vertragsverletzungsverfahren eröffnen, dann muss es halt so sein. Ich wünsche mir für meinen Teil, dass Polen die notwendigen Maßnahmen trifft oder zumindest die Mehrdeutigkeit seiner eigenen Gesetzgebung jetzt erklärt. Ich habe eher den Eindruck, als wolle der neue Premierminister genau das tun, der gestern und heute mit uns am Tisch gesessen hat. Das heißt, wir haben hier eine Chance, dass sich diese Probleme in den nächsten Tagen auch lösen lassen werden. Zu Airbus ist es bestimmt nicht die Lösung, dass die Staaten mit ihren Vertretern wieder im Aufsichtsrat setzen, Deutschland, Frankreich und Spanien. Das Unternehmen muss natürlich seine Unternehmensführung selbst organisieren. Ich werde jetzt nicht eingehen auf die Ermittlungsverfahren,
die derzeit gegen Airbus laufen und auch nicht auf die internen Revisionsverfahren. Aber wir haben ganz klar gesagt, wir haben ein strategisches Interesse und dazu brauchen wir eine exemplarische, gute Regierung, Unternehmensführung. Das ist notwendig und unerlässlich. Deshalb werden wir das auf der Ebene des Managements, also des Vorstandes, als auch des Unternehmens in den kommenden Wochen beobachten. Wir werden da durchaus sehr viel einfordern und werden uns, die Lösung ist aber nicht, dass man sich jetzt politisch in das Tagesgeschäft von Airbus einmischt. Bezüglich der Aktivitäten der Kommission, zu der sie sich vielleicht genötigt sieht, hoffe ich nach wie vor, dass vielleicht auch mit dem neuen Premierminister noch Gespräche geführt werden können, die ein solches Verfahren nicht notwendig machen. Aber klar ist auch, dass wir klare rechtsstaatliche Prinzipien haben. Und wenn die Kommission sich genötigt sieht, wird auch Deutschland diese Verfahren natürlich dann unterstützen. Und ansonsten will ich und werden wir alles daran setzen, mit dem neuen polnischen Premierminister gut zusammenzuarbeiten. Polen ist ein wichtiger Partner in der Europäischen Union. Und je besser die Zusammenarbeit ist, umso besser ist das auch für ganz Europa. Zu Airbus kann ich mich nur den Ausführungen von Emmanuel Macron anschließen. Dann kommen wir zur letzten Frage. Markus Preis, ARD. Markus Preis, ARD, Deutsches Fernsehen. Frau Bundeskanzlerin, bei der Frage Reform der Eurozone ist ein Element, was immer wieder auftaucht, mehr Möglichkeiten für Investitionen zu schaffen. Können Sie uns sagen, in welcher Größenordnung Sie sich das vorstellen können? Der französische Präsident hat da in der Vergangenheit mal von mehreren Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesprochen. Und an den französischen Präsidenten die Frage, wenn Sie mit Deutschland gemeinsam die Position suchen, was ist für Sie der Ausgangspunkt, die Forderung, die Sie an der Sorbonne aufgestellt haben oder das, was die Kommission jetzt schon konkreter vorgestellt hat? Vielen Dank. Also ich habe schon sehr lange davon gesprochen, dass wir innerhalb der Eurozone Möglichkeiten haben sollten, Geld und auch Konditionalität besser miteinander zu verbinden zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit. Ich werde jetzt hier in der Pressekonferenz nicht die Verhandlungen vorwegnehmen oder die Gespräche, die wir führen werden, auch nicht die, die wir innerhalb unserer Regierung noch haben werden. Und im Übrigen kann man sich vieles ja auch als einen Prozess darstellen. Wir haben hier gesprochen, es geht um Einstiege, es geht um Entwicklungen. Man muss wissen, wo man einmal hin will und darüber werden wir dann reden. Aber das Thema Wettbewerbsfähigkeit und Kohärenz, also Zusammenwachsen der wirtschaftlichen Stärke der Mitgliedstaaten in der Eurozone. Das ist ein ganz zentrales Thema. Davon hat Jacques Delors schon gesprochen, bevor die Eurozone gegründet wurde. Darauf hat man in den letzten Jahren zu wenig Wert gelegt. Und da muss man natürlich auch gucken, Geld alleine löst das Problem nicht unbedingt, sondern ich muss gucken, welche Governance habe ich, was sind die Best Practices, wo sind die besten Resultate entstanden. Und da wir ja in einer Phase sind, in der sich auch die gesamte Wirtschaft transformiert, ich meine, die Bedeutung der Digitalisierung für unsere Wirtschaft wird ja gemeinhin noch manchmal etwas unterschätzt, ergeben sich hier sicherlich Möglichkeiten, auch Lösungen zu finden, zumindest zwischen Deutschland und Frankreich. Ich möchte gerne auf Ihre zweite Frage zuerst beantworten. Das sind sehr, sehr komplexe Fragen, sodass es schon schwerfällt, sich selbst Klarheit zu verschaffen. Die Vorschläge, die ich favorisiere, sind natürlich, die favorisiere ich, weil ich sie selbst gemacht habe in der Sorbonne-Rede. Wenn Sie sich die Rede noch einmal genau anschauen, anhören oder durchlesen, dann habe ich nicht gesagt, meine Priorität ist jetzt, ein Budget für die EU zu schaffen mit so und so viel Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ich habe gesagt, nein, wir müssen einen Ansatz finden, der sich an der Finalität, also an den Absichten orientiert. Europa braucht eine Souveränität als demokratische Entität. Das ist im Übrigen das Triptychon von Jacques Delors. Kooperation, Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit, die drei Pfeiler. Wenn man also ein Europa, ein souveränes haben will, dann muss man so denken, wie wir das gerade tun. Wir müssen an die Verteidigung denken, wir müssen an die Migration, die Digitalisierung, die Umwelt, die Landwirtschaft und all die Themen der Investitionspolitik in der Wirtschafts- und Währungsunion. Wenn wir also eine ganz klare Ambition haben, dann müssen wir mit den entsprechenden Reformen für ein Mehr an Konvergenz sorgen und die Gemeinschaftspolitiken stärken. Das bleibt gar nicht anders aus, denn alle wollen ja dann das tun. Dann müssen sie auch die Investitionskapazitäten stärken, wenn wir
wir all die verschiedenen Politikbereiche umsetzen wollen, dann kann man nicht sagen, nee, Moment, da will ich nichts mit zu tun haben, da werde ich nicht investieren. Das machen wir doch gerade genau. Wir im Verteidigungsbereich, wir entwerfen die Projekte und stellen dann und öffnen dann einen Finanzierungsfonds dafür. Man darf sich nicht immer nur auf die Details fixieren. Die Größe der finanziellen, des Finanzbedarfs leitet sich ab aus den großen Projekten. Und wenn wir keine gemeinsamen Projekte haben, dann haben wir auch keine gemeinsame Politik. Es wird also nicht irgendeine europäische Avantgarde geben mit einem Budget, nur als Selbstzweck. Jedes Mal, wenn wir sagen, wir haben ein bestimmtes politisches Ziel, das wir umsetzen müssen, bauen wir dazu einen Finanzierungsfonds auf. Das machen wir für die Migrationspolitik Libyen beispielsweise, für den Libyen-Fonds. Wir machen das für die Verteidigungspolitik. Und Sie sehen, wie sich das alles vor Ihren Augen entfaltet, was letztendlich zu einer Haushaltskapazität führen wird. Da kann man natürlich immer wieder sich nochmal darüber reden, wie viel Geld man braucht. So gehe ich das Thema an. Ich fange jetzt nicht im Detail an mit einem ganz bestimmten technischen Detail. Das ist die beste Art, überhaupt nicht zu Potte zu kommen. Man muss von vornherein wissen, wohin man will. Und gemeinsam mit der Frau Bundeskanzlerin haben wir eine klare Vision, was wir gemeinsam auch erreichen wollen. Das macht mich ja so optimistisch. Herzlichen Dank und frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Bitte schön.